Na immerhin, die Ampelregierung ringt sich durch zu mehr Vernunft. Sie will abgelehnte Asylbewerber jetzt konsequenter abschieben. Tja, meine Lieben, da staunt ihr. Das waren tatsächlich die Tagesthemen, der öffentlich-rechtliche Rundfunk. Und wisst ihr was? Auf dieses Video heute habe ich so richtig Lust. Warum? Ja, erstmal geht es um ein sehr, sehr nettes Mädchen. Und zum Zweiten belegt dieser Fall wieder einmal, dass sich der Wind so langsam dreht. Und damit begrüße ich euch beim Deutschlandkurier. Wir müssen beim Thema Migration zukünftig nationaler denken. Das tun andere Länder schließlich auch. Und wer mit diesem Ausdruck ein Problem hat, der kann sich gerne mal unsere Klimapolitik anschauen. Hier verweist Deutschland ja auch nicht ständig auf die europäische Ebene. Die Dame, die ihr hier seht, heißt Julia Ruß und sie ist mir schon seit längerem auf Twitter durch ihre klugen Kommentare aufgefallen und nun durfte sie halt ihren ersten Kommentar in den Tagesthemen sprechen. Wer sich mit Journalismus nicht so auskennt, ein Kommentar ist immer eine persönliche Meinung, muss nicht die Meinung der Redaktion sein. In diesem Fall war es sie wohl auch nicht. Julia selbst hat darüber Folgendes getweetet. Die Ampelregierung will abgelehnte Asylbewerber jetzt konsequenter abschieben. Beim Wählerklientel der Grünen und Offenherzigen dürfte das für ziemliche Schnappatmung sorgen. Mein allererster Meinungsbeitrag gestern in der ARD-Tagesthemen. So. Und ihr könnt euch ja vorstellen, zumindest dann, wenn ihr Twitter so ein bisschen kennt, XX, wie es heute heißt, was dann los war. Beziehungsweise, ich muss mich ein bisschen berichtigen, das hätte gar nicht so viel los sein brauchen, wenn es da nicht eine Nicole Diekmann geben würde. Eine ältere Dame, auch aus dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk, keine Ahnung, was die genau macht. Ich schaue sowas ja nicht, beziehungsweise nur in Ausnahmefällen, wenn mir mal was zugespielt wurde oder wird. Von der Diekmann ist mir noch nie was zugespielt worden, kann also nicht wichtig sein. Also die hat wann war es? Am 27. Oktober hat sie noch getitelt, letzter Arbeitstag mit 2 Kuchen ins Büro. Dann 3 Monate frei. Ja, das traut die sich auch so ohne Einordnung da so rein zu hacken. Ich meine, das ist nicht normal. Also ich sag mal, Normalbürger, Normalverdiener kann es sich in der Regel nicht leisten, einfach mal so mit 2 Kuchen ins Büro zu kommen. Gut, das geht gerade noch, aber dann 3 Monate frei. Ne? Also würde ich dann, wenn ich wüsste, ich lebe auf Kosten der Menschen, ich lebe von Zwangsgebühren, dann hätte ich hier schon gerne mal eine Erklärung gehabt. Aber das nur nebenbei, darum soll es heute nicht gehen. Es geht dann nämlich um den nächsten Tweet von dieser Dame. Man kann den Tagesthemenkommentar der jungen Kollegin inhaltlich kritisieren. Ja, kann man machen, würde ich aber von abraten, weil dann wäre man ganz schön dumm. Es ist ja eine, wie soll ich sagen, eine Leistung oder es ist ja etwas Besonderes, dass in den Tagesthemen endlich einmal die Wahrheit ausgesprochen wurde. Das kennt man ja gar nicht mehr. Also gut, also nochmal. Man kann den Tagesthemenkommentar der jungen Kollegin inhaltlich kritisieren. Zum Beispiel, dass sie auf Pseudomaßnahmen reinfällt. Tut sie ja nicht. Ist sie ja nicht. Ist sie ja nicht. Die ist ja nicht doof. Die weiß schon, dass diese Maßnahmen, die angekündigt wurden, lange nicht ausreichend lächerlich sind. Das weiß die schon. Da braucht sie keine Nicole Diekmann für, die ihr das erklärt. Ja? Und die einer öffentlich-rechtlichen Journalistin nicht gut stehende billige Provokation. Was denn für eine billige Provokation? Ich kann es auch umdrehen. Ich kann auch sagen, der ganze Rotz, Diekmann, der ganze Rotz, den du und deine Gesellen da verbrechen, ist für uns Klardenker, für uns Wahrheitsliebende auch billige Provokation. Und das, was die Julia hier gemacht hat, ist für uns eben keine billige Provokation. Das ist nur für dich eine Provokation, weil du mit der Wahrheit nicht klarkommst. So einfach ist das, Diekmann. So. Wird noch viel schlimmer. Und ja, die Stimme ist noch nicht ausgebildet. Sie herabzuwürdigen ist aber unanständig. Diekmann, Diekmann, was heißt, ihre Stimme ist nicht ausgebildet? Was bildest du dir eigentlich ein? Ich meine, ich kenne deine Stimme jetzt nicht, aber die Stimme von der Julia ist völlig in Ordnung. Ist völlig in Ordnung. Und das sage ich nur deshalb, weil ich selber eine beschissene Stimme habe. Nein, sie klingt authentisch, sie klingt ehrlich, sie klingt nicht gekünstelt und so, Punkt. Noch eine kleine Überraschung, meine Lieben. Ein Kommentar von Sasan Schipli, der diesmal nicht ganz blöd ist. Ich lese mal vor. Ich habe Tagesthemen an dem Tag dieses Kommentars geschaut. Was ist das schon wieder für ein Deutsch?
und war wütend angesichts nicht nur des Inhalts, sondern auch der Attitüde. Aber es ist ein Kommentar und das müssen wir aushalten. Richtig, sagt Sam. Zum ersten Mal muss ich sagen, richtig, nach all den Jahren. Geht noch weiter. Der Sexismus in der Redaktion, sie meint so Leute wie das Diekmann hier, Diffamierung und Beleidigung gehen gar nicht. Ja, was soll ich sagen? Der ist nicht nur, dieser Kommentar oder dieser Tweet von der Chipley ist nicht nur nicht ganz doof, der ist gar nicht doof, der ist gut, das ist der erste gute Kommentar, den sie geschrieben hat. Wunderbare Sache. Also selbst Diekmann, selbst die Chipley stellt sich gegen dich. Musst du dir mal vorstellen. So, meine Lieben, jetzt möchte ich auch noch ein paar lustige oder kluge Kommentare vorlesen zu dieser ganzen Causa. Der Chris ist, glaube ich, der schreibt, die Verbissenheit, mit der weiße alte Frauen und ein paar Männer Julia Ruß als Rechtsframen, nur weil sie im Öffentlich-Rechtlichen die Wahrheit gesagt hat, sollte eine Warnung sein. Mit der Freiheit der Andersdenkenden hat man es bei den Berufstugendhaften nämlich nicht so. Dann der nächste Kommentar. Komme hier durcheinander, es sind so viele. Deswegen fehlt der Name. Egal. Ich kann Nicole Diekmann auch ein bisschen verstehen. Man altert so vor sich hin und dann kommt eine junge, attraktive Kollegin, die auch noch couragiert und intelligent ist und macht einfach das, wofür man selber nie den Mut hatte. Sie spricht einfach die Wahrheit aus. Ja. Ein Kommentar. Ich wünschte, ich hätte ihn geschrieben. Gigantisch. Was Lustiges von Magnus Michael. Selbstverständlich ist Julia Ruß nicht mit unserer Chefökonomin Ricarda Lang optisch und ideologisch vergleichbar. Und das ist auch gut so. So, was haben wir noch? Ach ja, da komme ich aber gleich zu. Die Diekmann fing wohl auch fleißig an zu blocken, denn hier schreibt ein Markus, die Dame hat allen Anschein nach die Kontaktschuld-Blockliste angeschmissen. Ich war nämlich gar nicht tätig. Ja, da ist also jemand geblockt worden, obwohl er gar nichts geschrieben hat. So schnell kann das gehen bei der Diekmann laut dieses Nutzers. Ah ja, auf diesen unverschämten ersten Kommentar von der Diekmann ging ein Michael Brücker ein. Billige Provokation, die Stimme ist noch nicht ganz ausgebildet, muss so ein herablassender Ton gegen eine Journalistin sein, die einfach eine andere Meinung vertritt. Und darauf die Diekmann nochmal nachgelegt, und das wurde nur schlimmer, Leute, das wurde nur schlimmer, ist null herablassend gemeint. Nein, natürlich nicht. Eine der unterschätztesten Hürden beim Fernsehen ist die Vertonung. Viele von uns, auch ich, brauchten eine Sprechausbildung. Nicht, damit es schöner wird, damit es sendbar ist. Nochmal, Diekmann, das war völlig verständlich, das war sendbar. Das schickt sie noch nach. Kritik an der Stimme von Ruß finde ich deshalb daneben. Ja, also, nee, wie blöd kann man sein. Aber eine Sache ist noch wichtig, meine Lieben, da müssen wir nämlich aufpassen. Da schreibt einer, ein Simon F. Meine 2 Cents, wenn einer schon beginnt mit meine 2 Cents, weiß man an sich, es kommt nur Schwachsinn. Ist immer so. Wer so eine abgegriffene Scheiße nutzt, meine 2 Cents, auch wenn ich kein Wort von Ruß teile. Was habe ich gesagt? Immer, wenn da meine 2 Cent steht, kommt danach nur Schwachsinn. Wie kann man kein Wort von der Ruß teilen, die doch, egal. Also, jetzt wird es nämlich besser. Finde ich es gut, dass es im Recht öffentlich-rechtlich nun auch Kommentatoren gibt, welche die Meinung des durchschnittlichen CSU und Freie Wählers abbildet. Nur so kann der Öffentlich-Rechtliche an Legitimität in der breiten Masse der Gesellschaft zurückgewinnen. Erstmal lustig, dass er hier nur CSU und Freie Wähler erwähnt hat. Beides ja so linke Parteien, brauchen wir nicht. Und die AfD gar nicht erwähnt hat. Ne? Aber da müssen wir nämlich aufpassen, dass wir jetzt nicht sagen, ja, hurra, der Öffentlich-Rechtliche, wir zahlen unsere Gebühren wieder gerne. Ich habe die ja noch nie gezahlt. Ich habe die noch nie gezahlt. Bin immer, wenn der kam, da war ich schon wieder umgezogen. Also, dass wir jetzt nicht uns damit zufrieden geben, dass die Julia Ruß jetzt irgendwie einmal im Jahr einen Kommentar schreiben durfte. Nein, wir müssen dranbleiben, wir müssen weiter kritisch bleiben. Wir dürfen sie mit ihren Lügen nicht durchkommen lassen. Meine Lieben, haut rein, macht weiter und bis später.